Die Europäische Union. Der europäische Kontinent reicht vom Arktischen Ozean im Norden bis zum Uralgebirge im Osten, bis hin zum Mittelmeer im Süden und bis zum Atlantischen Ozean im Westen. Vor vielen Jahren gab es in Europa Krieg. Diese zwei Weltkriege kosteten Millionen von Menschen das Leben und hinterließen in Europa Ruinen und Armut. Am Ende des Zweiten Weltkrieges fragten sich die Menschen in Europa: Wie können wir verhindern, dass so etwas Schreckliches noch einmal passiert? Wenn du die Antwort wissen willst, guck weiter zu. Der britische Politiker Winston Churchill forderte daraufhin, dass sich die Länder Europas vereinigen. Er forderte Deutschland und Frankreich auf, damit anzufangen. Im Jahre 1957 trafen sich in Rom Politiker aus 6 verschiedenen europäischen Ländern, um eine gemeinsame europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu gründen. Dies waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Nach und nach traten immer mehr Länder der EWG bei. Sie arbeiteten auch auf vielen anderen Gebieten zusammen, zum Beispiel beim Umweltschutz und beim Bau besserer Straßen und Eisenbahnlinien in ganz Europa. Und daher beschloss die EWG, sich einen neuen Namen zu geben. Sie sollte von nun an Europäische Union heißen. Heute gehören 28 Länder zur EU. Was macht eigentlich die Europäische Union? Freiheit für alle! Ich brauche keinen Reisepass mehr! Juhu! Ich kann fast überall mit Euro bezahlen. Juhu! Finanzielle Hilfe für andere europäische Länder. Juhu! Das ist also die EU. Juhu!